Heute wagen wir uns nicht nur ein bisschen in die Welt der Verschwörungstheorien, sondern wir machen quasi einen Kopfsprung in die wahnwitzigsten und seltsamsten Theorien, die ich je gehört habe, hinein. Denn heute sprechen wir über einen Instagram-Account und einen YouTube-Kanal, der mir vor kurzem von sehr vielen Zuschauern zugeschickt wurde. Denn vor kurzem bekam ich die Nachricht, dass ich mir doch einmal den Instagram-Account Kelly ansehen soll. Ich spreche hier nicht von Mrs. Vlog, sondern von einem jungen Mann aus der Schweiz. Dieser Mann wirkt erstmal nicht besonders seltsam. Auf seinem Account hat er Fotos von sich hochgeladen oder von einer Band, die er scheinbar hat. Nichts, was jetzt in irgendeiner Art und Weise auffällig wird. Doch was seltsam ist, sind die Stories, die er in letzter Zeit gepostet hat, beziehungsweise das Archiv, was er angelegt hat. Für alle die, die es nicht wissen, wenn man eine Story auf Instagram hochlädt, dann ist diese für 24 Stunden da. Nach den 24 Stunden verschwindet sie und man kann sie nicht mehr angucken. Jedoch für den Betreiber selbst wird sie in einem Archiv gelagert und man kann letztendlich in einer bestimmten Funktion diese Stories anpinnen als Archiv, dass sie für immer da sind und dass man sie immer nachgucken kann. Ebenso ein Archiv hat er auch und dieses Archiv trägt bei ihm den Titel 2019 und dann ein Gefahrensymbol. Klickt man nun diese Story an, dann kommt man zu einem Bild, welches laut dem Bild selbst aus dem Archiv im Jahr 2018 entstanden ist, sprich was dieser Account 2018 gepostet hatte. Und auf diesem Bild sieht man sehr seltsame Sachen. Denn wir sehen einerseits, dass er angefangen hatte 2018 Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. Er hat scheinbar das Feuer in Notre Dame vorhergesagt, den Brand im Amazonas und das große Feuer in Kalifornien. All diese Punkte sehen wir auf diesem Bild in der Vorhersage von 2018 und die Daten, die er davor geschrieben hat, wann genau das Ganze passiert, diese Daten passen auch. Er hat also scheinbar im Jahr 2018 bereits kommen gesehen, dass eben Notre Dame brennen wird. Doch das sind nicht seine einzigen Vorhersagen, die er hat. Er hat noch weitere und diese Vorhersagen sind noch verrückter als die davor. Denn er sagt einerseits, dass morgen am 3.11. in Seattle, Amerika, ein Fake-Anschlag passieren wird. Eine riesige Explosion, die 100.000 Menschen umbringen wird, soll eben morgen stattfinden. Aber das ist immer noch nicht alles, denn am 27. November soll es dazu kommen, dass die Pyramiden für immer verschwinden. Am 6. Dezember soll Trump sterben und demnächst soll der dritte Weltkrieg anfangen, der 27 Jahre lang dauert. Wie ihr schon hört, das hier ist alles extrem verrückt. Es ist extrem seltsam und ich versuche euch das Ganze so gut zu erklären, wie ich nur kann und das fällt mir nicht leicht. Denn ihr müsst wissen, ich habe mich auch gefragt, wie er diese ganzen Vorhersagen getätigt hat. Denkt er, er ist jemand wie zum Beispiel die Baba Vanga, die in die Zukunft gucken kann? Doch das ist eben nicht der Fall. Denn er sagt, dass er eine besondere Taktik anwendet und diese Taktik soll alt sein und man soll eben die Werte von Wörtern herausfinden. Das Ganze ist extrem kompliziert. Ich habe 6 Stunden versucht, das Ganze in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und habe es nicht wirklich geschafft. Letztendlich, um es ganz extrem runterzubrechen, geht es wie folgt. Jeder Buchstabe hat einen Wert, den Wert, den er auch im Alphabet hat. A hat also den Wert 1 und Z hat den Wert 26. Hat man nun ein Wort, dann muss man das Ganze aufsplitten. Wenn man zum Beispiel das Wort aber hat, jetzt ganz simpel, dann hätten die Buchstaben den Wert 1, 2, 2 und 1. Die rechnet man dann zusammen und erhält dann die Zahl 6 in diesem Fall. Und eben diese Zahl soll Teil eines Codes sein. Wenn man also die Werte von so manchen Wörtern herausliest, bekommt man Zahlenreihenfolgen, die Daten oder Jahre anzeigen. Und eben das will diese junge Person hier, Kelly aus der Schweiz, auch gemacht haben. Denn er hat anhand von irgendwelchen Codes, von Nostradamus Sterbejahr, von seinem Namen und alles, diese seltsamen Events vorhersagen wollen. Wie gesagt, ich kann euch nicht genau diesen Code erklären, ich habe versucht, Kontakt mit Kelly aufzunehmen, doch habe das leider nicht geschafft. Doch kommen wir nun einmal zu der neuesten Vorhersage, die er getätigt hat. Denn das ist der gigantische Anschlag, der angeblich morgen in Seattle passieren soll. Und die Idee ist tatsächlich keine neue, denn tatsächlich kam diese Idee vor einigen Monaten bei einem anderen deutschen YouTube-Kanal auf und dieser Kanal heißt Kochen mit Willi und der hat tatsächlich relativ große Wellen in Amerika geschlagen.
Denn Kochen mit Willi, so wie der Name vermuten lässt, ist erstmal ein Kanal, der sich mit Kochvideos beschäftigte. Bis vor kurzem hat er noch seltsame Videos hochgeladen, die nicht weiter besonders waren. Videos, wo er eine Bierflasche öffnete oder wo er Schokopudding machte. Doch vor kurzem, im September diesen Jahres, lud er plötzlich zwei Videos hoch. Eins auf Deutsch und eins auf Englisch, in denen er vor einem Anschlag in Seattle warnte. Und dort sagte er seine Theorie, wie man das Ganze herausfindet. Und diese Theorie ist wirklich verrückt. Wir kommen jetzt von dieser seltsamen Zahlenlehre zu Pop Culture. Denn ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild hier kennt. Dieses Bild kommt aus den Simpsons und viele Leute gehen davon aus, dass dieses Bild die Anschläge am 11. September vorhersagt. Es geht also um die Theorie, dass der 11. September ein Inside-Job war, dass also die Regierung schuld war an diesem Anschlag. Auf jeden Fall geht die Theorie wie folgt. Viele Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, dass in den Regierung oder dass alle mächtigen Personen dieser Welt zu einer großen Gemeinschaft gehören, zu einer großen Gesellschaft der Freimaurer oder auch der Illuminaten. Es heißt nun, dass die meisten mächtigen Personen, so auch zum Beispiel die Menschen, die Regisseure sind oder Serien machen, wie zum Beispiel Matt Groening, tatsächlich auch zu diesen Freimaurern gehören. Und deswegen verstecken sie geheime Nachrichten in ihren Serien, um sie anderen Freimaurern mitzuteilen, weil sie nicht offen in Zeitungen oder Zeitschriften das kommunizieren können. Die Idee selbst, dass eine geheime Organisation an Freimaurern diese geheimen und gefährlichen Daten über die Simpsons verkündet, ist allgemein dämlich. Sie werden auch über andere Kinderserien verkündet und dergleichen. Doch eben das ist die Idee. Und nun heißt es auch, dass man eben den Anschlag in Seattle ebenfalls vorhersagen konnte, anhand von Albumcovers von Led Zeppelin oder auch anhand einer alten Glücksradfolge in Amerika, wo zwei Leuchtpunkte zu sehen sind, die in die Mitte zusammenfliegen und dort die Space Needle, das bekannteste Gebäude in Seattle, treffen. Das sollen alles Punkte sein, die eben diese Theorien bestätigen. Und ich brauche zu euch nicht sagen, dass das Ganze weder Hand noch Fuß hat. Es gibt keinerlei Beweise, dass irgendwas an der Sache dran ist. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, hier irgendwas als handfesten Beweis zu sehen. Alles sind seltsame Spekulationen, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Dieser Kanal Kochen mit Willi, der sich definitiv Mühe mit seinen Videos gegeben hat, hat einfach dutzende Serien durchgeguckt und irgendwelche Hinweise genommen, die in einer Art und Weise zu dem passen, was er gesagt hat. Er sagt zum Beispiel, ein großer Beweis, der zeigen wird, wie es an diesem Tag vorkommen wird, ist in dem dritten Teil der Dark Knight-Reihe von Batman zu sehen, als das Footballstadion zusammenbricht nach einem Bombenanschlag und dann Bane kommt. Und er sagt, das Einzige, was sich unterscheiden wird von dem richtigen Anschlag, ist, dass die Menschen nicht in die Luft fliegen werden, sondern verbrennen. Er sagt aber nicht, dass Batman und Bane nicht auftauchen werden. Es ist allgemein alles extrem seltsam. Das Einzige, was wirklich mysteriös ist und was ich mir an dieser Sache nicht erklären kann, ist der Instagram-Account von Kelly selbst. Denn wie ich euch bereits gesagt habe, steht dort dieser kleine Punkt aus dem Archiv 2018. Das bedeutet, dass er es anscheinend tatsächlich 2018 gepostet hätte und wenn dies stimmt, ist das ein recht guter Beweis, dass er in irgendeiner Art und Weise die Wahrheit sagt. Ich selbst habe versucht, eine meiner Stories auch aus dem Archiv anzeigen zu lassen, doch das habe ich nicht hingekriegt. Kein Instagram-Account, den ich mir angeguckt habe, der solche archivierten Stories zeigt, hat in irgendeiner Art und Weise dort stehen aus dem Archiv 2018 oder 2017. Es steht immer nur oben in der Ecke vor 59 Wochen, vor 60 Wochen und so weiter. Ich weiß also nicht genau, wie Kelly es gemacht hat. Es könnte auch einfach sein, dass er einen Trick angewendet hat, den ich noch nicht kenne, der das Ganze nur so aussehen lässt, als wäre es aus dem Archiv 2018, wenn das alles überhaupt nicht stimmt und das alles lediglich ein Trick ist. Wie ihr bereits bemerkt, ist dieses Thema extrem kompliziert und wenn ich euch alles versuchen würde, im Detail zu erklären, würde es den Rahmen dieses Videos sprengen. Doch was können wir jetzt aus dieser Sache mitnehmen? Einerseits muss man sagen, es wird morgen wahrscheinlich nichts Seltsames passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass am 27. November die Pyramiden verschwinden werden, ist ebenfalls, wie ich sagen würde, unwahrscheinlich. Doch wir haben letztendlich einen seltsamen Instagram-Account, den ich mir nicht so recht erklären kann. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von dieser ganzen Sache haltet. Glaubt ihr solchen Verschwörungstheorien? Glaubt ihr, dass da wirklich etwas dran ist an dieser Zahlenlehre, dass man mit Hilfe von Geheimcodes, die überall verteilt sind, schreckliche Momente der Geschichte herausfinden kann? Oder meint ihr, das alles ist simpler Schwachsinn? Ich gehe davon aus, dass morgen nichts passiert ist und dass es alles Blödsinn ist, doch
Wenn morgen etwas passiert, lasse ich mich natürlich von einem Besseren belehren und werde dann auch ein Follow-up-Video machen und mal ein bisschen genauer auf die ganze Sache eingehen und gucken, was ich herausfinde. Doch, das passiert nur, wenn morgen was passiert. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.